Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Organisatoren, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrte Damen und Herren hier im Studio oder an den Bildschirmen. Digitalisierung ist zu einem Schlagwort geworden. Wer nicht digitalisiert, lebt im Gestern. Wer nicht digitalisiert, hat den Anschluss verpasst. Wer nicht digitalisiert, macht alles falsch. Das stimmt und es stimmt aber auch nicht. Als ich beim Kanton ankam, hatte ich ein eher durchzogenes Gefühl in Bezug auf die stattfindenden Digitalisierungsvorhaben. Viele Lösungen waren zwar digital angedacht worden oder bereits in Umsetzung, aber es fehlte die Offenheit für die Vernetzung von Lösungen und die Sichtweise, wie bestehende Lösungen weiterentwickelt werden können und mehrfach verwendet zu werden. Aber schon kurze Zeit später erlebte ich, wie ein Ruck durch die gesamte Kantonsverwaltung ging und sich alle Ämter bewusst für eine gemeinsame Digitalisierung aussprachen. Und dass die Digitalisierung nun aktiv als strategisches Thema angegangen werden muss, mit dem Ziel, die Vorteile einer übergreifenden Vernetzung zu nutzen. Interkantonale Lösungen wurden gefunden, weil nicht jeder Kanton jede Applikation selber neu erfinden muss. Mit dem Ziel, die Dienstleistungen für die Bevölkerung auszubauen und ihr das digitale Leben im Kanton Bern zu erleichtern. Erlauben Sie mir, dass ich als Beispiel des digitalen Wandels auf das Gesundheitswesen einschwenke. Ich beginne, wie könnte es anders sein, mit den Entwicklungen rund um Corona. Eine Krise setzt Energien frei und macht in wenigen Wochen oder sogar in wenigen Tagen Veränderungen möglich, die sonst über mehrere Monate oder Jahre geplant werden. Die Umstellung auf Fernunterricht in Schulen und Universitäten oder die Einführung von Homeoffice für alle kantonalen Mitarbeitende sind Beispiele dafür. Weitere Beispiele sind die Software für das Contact Tracing, die Impfplattform des Kantons und die vielen Verbesserungen für die Bevölkerung dank den neuen digitalen Schnittstellen. Ich möchte diese dynamische Ausgangslage nutzen und ein konkretes Beispiel zeigen. In der Schweiz wurden nun rund 6 Millionen Menschen geimpft. Vielleicht werden wir 6,5 Millionen erreichen. Das heißt, dass die Impfdaten zur Verfügung stehen und dass diese gepflegt werden müssen. Wie geht es weiter mit den Boosterimpfungen? Brauchen wir jedes Jahr eine neue Impfung wie bei der Grippe? Wir wissen es noch nicht. Aber wir müssen die Impfapplikationen ausbauen, damit wir bereit sind. Mit VacMe hat der Kanton Bern eine sehr gute Applikation aufgebaut, in der bald 750.000 Datensätze von Geimpften abgelegt sein werden. Ich stelle mir aber auch vor, dass viele Personen nach 6 Monaten oder in einem Jahr ihr Login für die Applikation nicht mehr finden oder sich nicht mehr erinnern. Und wie viele Leute werden die Handynummer gewechselt haben? Diese wichtigen Daten sollten wir, ich meine damit die Schweiz, für alle Personen auf die gleiche Art und Weise zur Verfügung stellen. Wenn ich den Gedanken weiterentwickle, hätten wir mit diesen Impfdaten eine sehr gute Basis für das elektronische Patientendossier. Wir könnten die Daten zur Verfügung stellen und die Menschen hätten einen klaren Nutzen. Dieser Nutzen ließ sich stark ausdehnen. Die Bevölkerung wird immer mobiler. Das CBD würde mitreisen. Bei einer Spitalanweisung wären alle wichtigen Daten bereits im EPD hinterlegt. Viele Leute haben keinen eigentlichen Hausarzt mehr. In EPD
hätten sie ihre Gesundheitsdaten immer aktuell verfügbar. Bei Unfällen und Notfällen würde man keine Zeit verlieren durch unnötigen Analysen, denn im EPD wären die Daten vorhanden. Diese Liste von Vorteilen ließe sich noch fortsetzen. Und von den vielen Logins gäbe es nur noch eins, wenn es die Gesundheit betrifft. Diese Ausgangslage sollten wir nutzen und das EPD in der Schweiz etablieren. Der digitale Wandel besteht vor allem im Nutzen von Chancen, die sich bieten und die man packen muss. Lassen wir uns diese einmalige Chance nicht durch wenig zielführende juristische oder datenschutzrechtliche Auseinandersetzungen entgehen. Ich gebe noch diesen Denkanstoß mit. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen steht erst am Anfang. In den kommenden Jahren werden die Babyboomer-Jahrgänge ins Pensionsalter kommen. Zeitlich etwas verzögert werden diese Menschen vermehrt Pflegeleistungen benötigen. Ich muss Ihnen nicht erklären, dass es an Pflegepersonal mangelt und dass es auch künftig zu wenig Personal geben wird. Was bleibt anders übrig als die Technik? Die Wirtschaft wird schon in wenigen Jahren viele neue Hilfsmittel und Dienstleistungen entwickelt haben, um das Leben in den eigenen vier Wänden so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen bis ins hohe Alter zu Hause bleiben können. Zurzeit geschieht das vor allem im Hintergrund in der Digitalisierung von Prozessen und Versorgungsketten, aber schon bald werden viele digitale oder teildigitale Angebote auf dem Markt sichtbar werden. Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein sehr großer Markt, der Forschung darüber auch. Le Canton s'attache en particulier à développer des projets économiques et technologiques offrant un potentiel d'avenir, un rayonnement national et international et une forte valeur ajoutée. En donnant une envergure internationale au campus de Lille et en développant Cité Minsel, le canton de Berne est devenu un site médical de pointe en Suisse. Il favorise l'implantation de centres de recherche et développement. Le nouveau campus pour la haute école spécialisée bernoise à Bienne et à Berne et pour le lycée technique Tech Lab à Berthoux sont également très importants. Pour être un site d'innovation et d'investissement attractif, le canton de Berne doit favoriser les interactions entre la recherche et l'économie de manière judicieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Nous voulons assurer une continuité entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement dans les hautes écoles et les applications concrètes dans l'économie. Cela avec le concours de la Confédération et d'entreprises privées. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'illustrer la stratégie du canton de Berne en matière d'innovation par quelques exemples concrets. Cité Minsel est un projet emblématique. Il incarne la volonté d'aller de l'avant, mais aussi le courage d'ouvrir de nouvelles voies, même si elles ne sont pas sans risque. Car c'est l'exemple même d'un partenariat étroit avec les bons acteurs. Le Centre de médecine translationnelle est un élément important de la stratégie du canton de Berne pour devenir un site médical incontournable en Suisse. Le Switzerland Innovation Park Bilbienne est un autre projet important pour amener la recherche et l'économie à travailler en réseau. Les scientifiques déploient déjà une vaste activité de recherche et développement, des projets en adéquation avec les besoins de l'industrie. Le troisième gros projet, cofinancé par le canton de Berne, est la plateforme de transfert de technologie Swiss Center for Advanced Manufacturing, mise en place à l'EMPA de Thun. Elle propose déjà une possibilité de fabrication additive et les autres projets partiels aboutiront d'ici 2023. Berne soutient le développement de l'EMPA à Thun, qui est le site des écoles polytechniques fédérales dans le canton. Le Swiss Center for Design and Health est un centre de recherche appliquée pluridisciplinaire.
Vous vous demandez certainement comment on peut optimiser le système de santé grâce au design. Ce peut être par exemple en réfléchissant aux aménagements à prévoir dans l'hôpital du futur pour améliorer les processus, ou encore en concevant un éclairage qui a un impact positif sur le bien-être des patients. L'objectif du Swiss Center for Design and Health est de développer des solutions pour le système de santé du futur, de les tester et de les mettre en œuvre, le tout avec des partenaires variés. Meine Damen und Herren, mit diesem kurzen Exkurs in die Forschung bin ich wieder beim Wandern angekommen. Der digitale Wandel hat alle Lebensbereiche erfasst. Wichtig scheint mir nun, dass wir die technischen Möglichkeiten nutzen und digitale Anwendungen für die Menschen entwickeln und sie den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Die Forschungsdrang und der Erfindergeist des Menschen streben nach Neuem und nach immer weiteren Grenzen. Die Corona-Pandemie zeigt uns einen neuen Weg der Zusammenarbeit und des Pragmatismus. Ich hoffe, dass diese Dynamik auch nach der Pandemie unser Handeln bestimmen wird. Dann können wir von einem richtigen Wandel sprechen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen einen guten Abschluss des Berner Digitaltags. Un grand merci pour votre attention et à l'année prochaine.